Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen von heute nicht ganz so gutem Wetter. Von der Westküste Großbritanniens aus Blackpool, vom Blackpool Pleasure Beach. Sarah ist das erste Mal hier. Für mich war das ja damals der erste englische Park, den ich jemals überhaupt besucht habe. Sarah ist aber da drin, weil sie gerade Parkpläne sucht. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie abgerockt das hier alles aussieht. Ne? Also es ist echt, hui. Aber das hat halt diesen, ja, was heißt den Charme? Aber das ist halt Blackpool. Das war mal hier vor 30, 40 Jahren hatte der Park hier, nicht der Park, die ganze Stadt, seine Glanzzeit. Und mittlerweile gibt es halt so viele leerstehende Gebäude und so weiter. Da ist das alles irgendwie ein bisschen runtergerockt und nicht mehr so richtig frisch gemacht worden. Im Park sieht es ein bisschen anders aus, aber jetzt so um den Park herum nicht so ein schöner Eindruck, wa? Nee, ist voll abgerockt hier. Irgendwie so ein Ort, an dem man gar nicht sein möchte. Naja, er hat jetzt gerade aufgemacht, da werden wir jetzt mal reingehen. Du hast einen Parkplan gefunden. Ja. Das ist gut. Und dann gehen wir mal jetzt hier rein. Hinter uns seht ihr die erste Achterbahn. Sarah, was fahren wir zuerst? Die Bobbahn. Avalanche. Ich fand die cool, weil die bis auf die letzte Helix nur bergab geht und immer schneller wird. Und wenn wir jetzt zu zweit da drin sitzen, wird das noch viel lustiger. Europa-Park-Feeling hier. Ja, voll. Wie war's? Voll schnell. Ja, und ansonsten halt eine Bobbahn, ne? Wir hatten euch die erste Fahrt des Tages. Ja, ich glaube auch. Noch vor eigentlicher Eröffnung. Wir haben nämlich jetzt erst 11:04. Wir gehen mal weiter. People Chase steht noch aus. Vielleicht fährt er auf die Seite, die mir noch fehlt. Hast du zwei und eine fehlt? Ja. Ich habe die Theorie aufgestellt, dass mindestens zwei Seiten fahren müssen, weil es macht halt sonst keinen Sinn. Die Bahn ist so eine Duellingbahn, da duellt man sich auf so Pferden. Es gibt drei Spuren, aber ich hoffe, dass zumindest zwei auf sind. Wir sind halt wieder unter der Woche. Wir sind nicht in den Ferien hier, es ist wieder nichts los. Hinter uns steht Revolution, ja, der Looping. Die Bahn hat leider geschlossen heute. Schade. Ja, Revolution ist sehr schade, weil es ist ein Launchcoaster, der da oben die Station hat. Man muss hochlaufen, dann launcht der direkt nach unten in den Looping hoch. Bleibt stehen, dann launcht er wieder zurück und macht das gleiche nochmal. Und Icon scheint schon sehr voll zu sein. Das wollen sie alle machen jetzt direkt am Anfang des Tages. Aber die Bahn fährt auch noch nicht mit Gästen. Bei Icon gibt es auch eine Neuerung, das schauen wir uns aber später mal an. Das ist ein Mack Rides Coaster übrigens. Und hier fährt sie Big One, die höchste Bahn. War übrigens mal die höchste Achterbahn der Welt für eine kurze Zeit. Gut, Steeple Chase macht erst um 12 Uhr auf, also in einer Stunde. Das ist dieses Gerät. Schauen wir dann gleich direkt mal vorbei. Jetzt erstmal The Big One. Dieses riesige Achterbähnchen von Arrow. Ja. Also Merch können die hier. Da müssen wir auf jeden Fall später mal im Shop gucken. Ja. Das stellen wir uns jetzt mal hier an. Ist auf jeden Fall schon der neue Soundtrack am Ballern.
The big one. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der First Drop so kacke ist. Aber das war voll geil. Ich finde den First Drop gerade so geil, weil er so kacke ist. Also es ist halt wirklich, die Bahn ist ja auch schon uralt. Du sitzt in einem Zug viel zu weit weg von der Schiene, irgendwie voll weit oben in so einem klapprigen Plastikdingen. Voll geil irgendwie. Und hast nur so einen Kackbügel, wie so eine Stange wie früher bei der Alpina-Bahn. Ja. Und dann knallst du da aus. Keine Ahnung, 60 Metern oder so? Du hast mir gesagt, die schlägt. Ich dachte, okay, die schlägt. Aber dass der First Drop so kacke ist. Der First Drop ist so ein Unfall. Aber der Rest ist doch gut. Der Rest hat keinen Schlag mehr verteilt. Aber wir saßen jetzt auch ganz hinten. Da ist es natürlich noch mal ein bisschen schlimmer direkt. Ja, geh du mal durchs Drehkreuz besser. Das war ja schon mal geil. Das war jetzt auf jeden Fall Walk-On des Todes. Also wir sind wirklich reingegangen, konnten uns direkt hinten reinsetzen. Schauen wir mal bei Icon. Da sind vorhin alle direkt hingerannt. Icon. Gehen wir mal rein, hier läuft schon dieses tolle Lied. Ja. Hat sich bei uns schon so richtig eingebürgert. Das hören wir immer. Auf dem Weg nach Frankfurt. Ja, immer wenn wir auf der Autobahn in Richtung Süden sind, ist die Tradition, dieses Lied anzumachen, warum auch immer. Aber es ist irgendwie cool, es ist ein Imasquare-Song. Es ist doch eine der wenigen Bahnen, die zumindest ein bisschen Theming spendiert bekommen hat. Scheint aber auch hier nur mit einem Zugbetrieb zu fahren. Aber gut, mein Gott. Bei dem Andrang. Richtig. Was aber dadurch ein bisschen schade ist, ich meine, vielleicht ändern sie es später noch. Die haben seit dieser Saison eigentlich bei einem Zug oder sogar mehreren, ich glaube, es ist nur einer, einen Wagen dran in der letzten Reihe, der sich dreht. Den hätte ich gerne mal ausprobiert, aber naja, kann man nicht ändern. Da hinten fährt noch der Big Dipper, ein SLC haben wir noch. Hier ist auf jeden Fall eine große Schienenparty. Jetzt müsste der Zug gleich nochmal kommen. Hier ist nämlich der zweite Lounge. Da kommt er. Nice. Habt ihr sicherlich schon mitgekriegt, gerade Online-Videos sind in dem Park leider nicht erlaubt. Also ist in England in den meisten Parks so. Flamingoland gestern war schon eine Ausnahme, aber auch da muss man sich vorher eine Drehgenehmigung einholen. Ich hätte den Park hier sicherlich auch anschreiben können, die haben nämlich da extra so eine Stelle eingerichtet für Leute, die im YouTube machen und solche Sachen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil es einfach ein bisschen zu kurzfristig war. Wir haben auch diese Tour wieder relativ kurzfristig dann doch geplant. Ja, ich glaube eine Woche vorher, ne? Ja, das ist ja im Herbst bei uns immer so oder auch Disneyland damals, das war ein Tag vorher oder zwei. In der Nacht, mitten in der Nacht. Wir sind da ein bisschen spontaneous immer, aber ja, mein Gott. Wir versuchen euch die Achterbahn nachher auf jeden Fall noch ein bisschen abzufilmen. Hier ist es ein bisschen voller als im Flamingoland gestern, das heißt, es sollten auch öfter mal Züge vorbeikommen und dann seht ihr es auf jeden Fall. Aber man merkt halt, der Park, der hat eine ganz andere Richtung. Also es ist einfach ein Park, der liebt seine alten Attraktionen. Wir kommen gleich wirklich noch zu Holzachterbahn. Da sage ich immer, wenn ihr denkt, Bandit schlägt, dann müsst ihr mal hier die Holzachterbahn fahren. Das wird auf jeden Fall auch interessant. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wir fahren jetzt zur Runde Icon.
war der perfekte Blick als Fazit für diese Bahn. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich wirklich auf die Bahn gefreut, weil wir uns mit dem Soundtrack auch sehr hoch gehypt haben. Oder mich, du bist ja schon gefahren. Es war wirklich nicht so cool. Also irgendwie ist die nicht auf Geschwindigkeit gekommen. Die Strecke ist länger, als ich dachte. Also es kommt schon relativ lang, aber da passiert dann halt nichts. Und dann noch eine Kurve und dann noch eine Kurve und noch ein kleiner Hügel. Aber irgendwie ist da kein Speed hinter. Hier, der First Drop ist cool, weil du so auf die Big One zufährst. Und nach dem zweiten Launch ist das Element cool. Aber die Launches haben auch überhaupt keinen Speed. Also selbst Blue Fire ist deutlich schneller unterwegs. Das ist ein bisschen schade. Ja, das ist ja genau das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Auch letztes Mal, wo wir hier waren. Der Achterbahn fehlt einfach die Geschwindigkeit. Du hast schöne Hangtime in den Überschlägen. Du hast gute Airtime-Momente. Aber hier sowas zum Beispiel kurz vor dem zweiten Launch oder auch kurz vor der Schlussbremse, ist einfach nur noch rumgedümpel in ein paar Kurven. Das ist auch nicht whippy oder so. Nee. Weiß ich nicht. Du hast halt so Interminbahnen, die wirklich so schnell noch durch so Vitaron vorm zweiten Launch. Der fährt dann noch schnell durch so ein paar Zickzack-Kurven und so. Das ist hier nicht. Das Ding dümpelt durch diese Kurven durch. Ja. Wird dann da schnell durchfahren. Wäre das richtig cool. Ist halt auch gar nicht so, dass du da noch hin und her gerissen bist. Nee. Das ist ganz normal in deinem Sitz. Naja. Wir sehen gerade im Hintergrund Steeplechase macht Testfahrten. Und gegen meine Erwartungen fahren drei Spuren da gerade. Ich hoffe, dass auch gleich drei Spuren eröffnet werden und nicht nur zwei. Aber es wäre natürlich mega geil. Dann würden wir direkt alle drei da eben wegkaufen. Ja. Steeplechase gefahren, ihr habt es gesehen. Zwei Spuren sind nur geöffnet, beziehungsweise die dritte läuft mittlerweile auch, aber irgendwie wollen sie die nicht losschicken, obwohl es relativ voll ist da hinten tatsächlich. Also sogar voller als letztes Mal, wo wir hier waren mittlerweile sogar. Naja, ich konnte aber die Rechnung mit der roten Spur begleichen, die hat nämlich geöffnet, die hatte letztes Mal dann geschlossen. Es waren ja letztes Mal zwei Tage hier, da waren sogar alle drei Spuren offen. Wir haben aber nicht alle drei gefahren, weil wir gesagt haben, machen wir morgen noch eine. Schlechteste Idee, die ihr machen könnt, wenn ihr Achterbahn countet. Ja. Weil seht ihr, was da rumkommt. Jetzt konnte ich es nachholen. Sarah fehlt jetzt eben die gelbe Spur. Gucken, vielleicht machst du später wirklich noch auf, weil die Kette läuft auch dauerhaft mit. Gerade beim ersten Mal fahren, wo wir gefahren sind, da war Gelb noch ganz aus. Ist halt eine witzige Achterbahn, weil mal was ganz anderes. Ihr habt hier so einen Hürdenlauf dargestellt, auch immer, wo ihr über so Hürden hier quasi fahrt. Und es sind halt drei Spuren nebeneinander. Man könnte sich dann halt so ein Wettrennen liefern. Ist schon sehr, sehr witzig. Vor allem, man sitzt so voll hoch auf diesem Pferd. Und dann ist ja dieses dünne kleine Rohr als Schiene. Und es geht voll ab. Vor allem ist das Pferd auch voll hoch über der Schiene. Ja. Du merkst halt das Banking total extrem. Ja. Nee, ist auf jeden Fall cool. Wäre ja auch was für den Bibi und Tina Park, der bald bei Karls entsteht. Wir werden jetzt als nächstes eine der Holzachterbahnen fahren. Vier Stück sind es hier. Und das wird jetzt auf jeden Fall sehr spannend. Nickelodeon Streak ist es. Da müssen wir gleich ins Nickel entgehen. Ja. Wir sind im Nickelodeon Land angekommen. Ja. Er hat richtig, so wie im Moviepark sowas. Ja. Hier ist Avatar, aber kein Flying irgendwas, sondern zum Beispiel eine Megadisco mit kleiner Scheibe übrigens von Zamperla. Oder hier gibt es auch zwei Holzachterbahnen. Das ist aber auch eher dem Alter des Parks geschuldet, weil das war ja auch noch immer das Lakeland. Eine davon ist Blue Flyer, eine Kinderholzachterbahn. Kinder sehen wir gleich warum. Der Zug ist ganz schön süß. Dahinter steht das gleiche übrigens nochmal in Orange und Rot. Thank you.
alte Holzachterbahn in orange lackiert. Man sieht auch schön, wie der Lift so hin und her fährt. Alles verwindet sich immer so schön. War doch geil, also hat nicht geschlagen. War ein bisschen verzerrt. War ein wenig hölzern. Ja, aber war ganz lustig. Die Füße hatten immer Airtime. Ja, alles hatte Airtime. Ja, man hat hier halt später noch dieses Teil vor die Station geklatscht. Es halt so ein bisschen nach Nickland alles aussieht. Ah, die Bahn ist cool, das ist eine echt gute Familienachterbahn. Und ja, woanders hätte man halt irgendwie so eine andere Familienachterbahn, wo die ganze Familie reinpacken kann. Aber hier ist das Ding eben aus Holz, weil es halt schon da war, geschichtlich gesehen. Ganz cool. Das sieht auch echt alt aus. Das ist nicht so wie bei uns, ne? Also meistens ist das Holz hier auch lackiert. Also hier eben in Blau und Orange bei den beiden Bahnen. Drüben die Bahnen sind weiß angemalt. Ja, sonst hier im Nicklet auch noch eine uralte Wildwasserbahn, also ein Lokflum mit einem Drop. Man fährt da hinten noch durch so eine Höhle durch. Man merkt den Parker an allen Ecken an, dass der schon ein bisschen was älter ist. Ne? Ich meine, das ist ja hier schön thematisiert, wie es halt in so einem Nicklet gehört. Hier sind halt auch neue Rides, aber du hast halt überall auch diese älteren Rides noch rumstehen. Aber was halt geil. Eben das Geile an diesem Park ist. Und ja, wo auch die Besitzer vom Park genau wissen, dass genau das erhalten bleiben muss. Auch hier dieses Riesengerüst von Revolution, was hier mitten im Park steht, ist halt geil irgendwie. Nur schade, dass wir es halt nicht fahren können. So, jetzt ist die Frage, was fahren wir als nächstes? Achterbahn oder Wallace & Gromit? Wallace & Gromit. Ja, dann gehen wir mal Dark Ride fahren. Davon gibt es auch ein paar hier in Blackpool Pleasure Beach. Und Wallace & Gromit ist meiner Meinung nach doch der Beste. She thinks we'll go somewhere where there's cheese. Oh, good job I greased the bearings. It's my time for breakfast this morning, Gromit. Porridge today, lad. Tuesday. Is it supposed to do that? Don't worry, man. Everything's under control. So auf einer Ebene, sondern es ging immer hoch und runter und die Kulisse hat gewechselt von draußen zu drinnen. Ja. Und die Figuren waren auch ganz lustig. Süß. Die Schafe sind wie bei Shaun das Schaf. Ja, das hört sind das die irgendwie zusammen? Schafe, ja, ja, irgendwie der schon. Der Hund doch auch. Das ist doch der Hund auch. Der ist süß. Ich finde das dann drin halt so krass, wenn man sich so anguckt von oben oder auch von den Seiten. Man fragt sich, wo ist der Platz für diesen riesen Ride? Man ist da wirklich 4 Minuten unterwegs. Und es wirkt so, als wäre das voll das Katakomben-System irgendwie. So mal durch irgendwelche Röhre wieder in den nächsten Raum fahren und von diesem Rohr wieder in den nächsten. Es ist halt zwischendurch immer ganz dunkel und man fährt da immer in verschiedene Szenen. Das ist schon cool gemacht und es erzählt halt so ein bisschen so eine Geschichte auch. Nicer Ride. Big Dipper, die älteste Achterbahn des Parks. Nächstes Jahr 100 Jahre alt. Unfassbar, ne? Eine 100 Jahre alte Holzachterbahn, dass so Holz sich überhaupt so lange hält. Ja. Also muss ja echt ausgetauscht werden und ja, da so viel Pflege reinzupacken. Ja, Möwen bis zum Umfallen hier. Wir gehen jetzt mal im Wartebereich, da werden wir die schon mal los. Ja, heute leider alles nur im Einzugbetrieb, aber mein Gott, so voll ist jetzt auch nicht. Wenn du da mal wie 10, 20 Minuten warten musst an der Bahn, ist ja auch nicht so schlimm. Warum müssen die Leute eigentlich immer, wo Wasser ist, überall ihr Geld reinschmeißen? Hier steht übrigens noch ein SLC mitten auf so einer Wasserfläche. Eigentlich echt hübsch anzusehen, muss man sagen. Wie fährt der sich? Wie ein SLC halt. Okay. Please remain seated.
Ja, wir sind jetzt Big Dipper gefahren, das ist das Ding hinter uns. Also das gehört mit zur Achterbahn, das ist nicht einfach nur irgendein Turm, sondern ihr seht da oben den Schriftzug und hinter dem Schriftzug fährt ihr einmal so rum. Und auch diese ganze Konstruktion hier ist tatsächlich aus Holz. Ich habe es gerade unten mal angefasst. Alter Walter. Ich frage mich so, guck mal, nur dieser Turm aus die paar Holzstürzen. Ja. Wenn du siehst, wie ausladend zur Seite so Kolossos oder Troy heutzutage sind. Klar, die fahren auch in einer etwas anderen Geschwindigkeit, haben auch irgendwie mehr laterale Kräfte und so, aber dass das alles hält, ist schon krass. Irgendwie. Ja. So, und jetzt zum Fahrverhalten. Ich hatte war irgendwie das Allerschlimmste vorbereitet, ja. Und es ist genau das Gegenteil eingetroffen. Die hat gar keinen Schlag verteilt. Nee, überhaupt nicht. Die wackelt zwar auch ein bisschen hin und her vom Wagen her, aber einen Schlag würde ich das nicht bezeichnen. Die fuhr sich richtig gut und hat richtig Spaß gemacht. Ja, die hat halt so eine ein oder andere Stelle, wo die Schiene halt nicht so perfekt gebogen ist. Wo du dir schon so denkst, so Alter, wie soll der Zug da rumfahren, wo der ganze Zug dann irgendwie so ganz komische Sätze macht. Aber Leute, das Ding ist 100 Jahre alt. Da gab es noch keine Ingenieure wie heutzutage. Da hat man wahrscheinlich mehr oder weniger alles kurz aufgezeichnet und geguckt, was rauskommt. Dafür fährt es sich richtig gut. Ja. Hier haben wir noch River Caves. Das machen sie zu Halloween. Habe ich, glaube ich, mitgekriegt, komplett ohne Beleuchtung innen drin. Das ist einfach komplett durchs tote Dunkel fährt. Oh, ja, ganz, ganz weird. Wir haben zwar gerade Halloween-Zeit, aber das ist immer nur am Wochenende. Dementsprechend kriegen wir das nicht mit. Wir werden demnächst noch in den Thor Park fahren. Da werden wir auch einen Halloween-Abend mitkriegen. Hier übrigens, das habe ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht erwähnt, stand mal eine hölzerne wilde Maus. Da der Park gelernt, die haben es nämlich einfach abgerissen, ohne irgendwie groß anzukündigen, wie es Efteling zum Beispiel macht mit einem Spukschloss oder so. Wir schließen jetzt. Die haben das Ding einfach platt gemacht. Das war sehr schade. Weil das war echt eine krasse Achterbahn, wie man sie früher von unseren Kirmesplätzen auch kennt. Und da waren die Fans auch ganz schön sauer. Und, kann ich verstehen. Die Parkleitung hat auch gesagt, das machen sie nie nochmal so. So ein Hate wollen sie nie nochmal abkriegen. Naja, da vorne ist Grand National. Ein Dueling Coaster, nennt man das Dueling Coaster? Irgendwie sowas in der Art. Das Ganze ist auch ein Möbius Coaster zeitgleich, denn eigentlich ist es nur eine Bahn, aber es sind trotzdem zwei Züge, die sich duellieren. Und es dürfte auch die einzige Achterbahn sein hier, die mit zwei Zügen fährt. Aber ist ja gar keine Schlange. Ah ja, aber das Ding, das schlägt halt wie Sau. Und das will auch keiner fahren. Für Ben und mich war das damals das Highlight, weil man musste kaum anstehen. Und rot oder blau zuerst? Rot. Also die erste Fahrt haben wir hier gestartet, sind da angekommen. Die zweite Fahrt haben wir hier gestartet und sind wieder hier angekommen. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Runde diesen Möbius Coaster gedreht. Ja. Also du hast quasi beide Counts, weil Coaster Count das in der Mitte einmal geteilt hat. Aber eigentlich ist es nur eine Achterbahn, die hier mit zwei Zügen betrieben wird. Und sie war? Die erste Seite war noch ganz gut fahrbar. Aber die zweite, die hat schon ordentlich geil gerappelt. Gerade das ist ja das Stichwort, geil. Also ich fand die Fahrt mega gut. Du hast so richtig Out-of-Control-Feeling bei dem Ding, weil das Ding einfach über die Strecke ballert. Du fährst mit einer Geschwindigkeit über irgendwelche kleinen Mini-Hüppel drüber. Wir haben den anderen Zug so abgehangen, ne? Alter, das war richtig geil. Ich liebe diese Bahn. Ich weiß genau, warum ich die damals so oft gefahren bin. Ja, das Ding schlägt wie Scheiße, aber genau das ist das Geile da dran. Echt mega geil. Schon alleine, wenn du auf die Lift bist, wie dein Arsch die ganze Zeit so vibriert, weil der Wagen so wackelt. Und du dann nach vorne guckst und siehst, wie der vorderste Wagen gerade in der Luft schwebt. Du hältst so die Hände vorne an dieser Handrail fest. Die Hände gehen so die ganze Zeit so hin und her, weil der ganze Wagen sich einfach verwindet, weil der ist halt auch aus Holz und ach, einfach nur geil. Gut, wir gehen jetzt mal hier in den Shop. Da gucken wir mit euch zusammen mal rein. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Merch ist hier ziemlich geil im Park und es gibt ja auch sehr besondere Sachen, die man kaufen kann. Das macht den Park auch wieder so besonders. Ich find's cool. Ich finde den Park richtig cool. Einfach voll trashig und geil. Hier ist der Shop und da oben, hier seht ihr auch wieder ein uraltes Karussell. Kennt man so ähnlich aus dem Legendia auch, ne? Wir wollten uns damals noch mal was nach Hause liefern lassen. Ja, diesen geilen Pulli. Da ist er, da hinten. Echt? Ja, da. Den wollten wir uns bestellen. Aber die liefern nicht nach Deutschland. Der war das. Der ist auch cool. Cooler. Auch vom Schnitt ist der cooler. Und der ist gestickt. Alter, du hast den Motor hier. Oh, du siehst das. Oh, wie cool ist das denn? Der Antrieb mit dem Karussell oben. Alter, das ist mal alt. Der Park ist so cool. Aber generell, ihr seht es, super coole Sachen. Ja, dass der da drüben auch schon war, ist schon geil. Ja, auch passend dazu wieder so ein Weihnachtspulli. Hier ist die Ersatzteil-Ecke, die wollte ich euch zeigen. Ihr könnt euch einfach
hier so Stücke vom Bügel kaufen. Hier Kettenhaken, Räder von den Achterbahnen, ja, hier ist Holz von den Holzbahnen, Bremsschwerter komplett, Kettenstücke. Voll cool. Hier, guck mal, Schienenstücke von Big One. Guck mal, hier von Valhalla, von den Booten. Kümmert man sich auch so ein bisschen um die Fans, ne? Ja, wir befinden uns jetzt hier vor einer der Hauptattraktionen von Blackpool Pleasure Beach und das ist Valhalla, The Boat Sound Ride. Eigentlich sollte die Bahn umgebaut werden und dieses Jahr neu wieder eröffnen. Leider gibt es auch hier Probleme mit Lieferanten und so weiter, sodass sich die Eröffnung höchstwahrscheinlich auf nächstes Jahr verschieben wird. Ist wie es ist, ne? Bei der Jahreszeit jetzt hier so eine Wasserbahn zu fahren, ist vielleicht auch nicht ganz so cool, denn es ist somit eine der nassesten Wasserbahnen, die es gibt. Klar, keiner weiß, wie die neue Version wird, ob das Ganze abgeändert wird. Von der Außenfassade hat sich bisher nicht wirklich viel verändert. Ich denke, das wird sich auch nicht tun. Normalerweise ist hier noch ein riesengroßer Wasserfall. Das erkennt man auch so ein bisschen da, wo es dunkel ist. Da oben ist ein Drehteller, da wird man rückwärts gedreht. Da scheint auch irgendwie ein bisschen neue Thematisierung noch vorzukommen. Beziehungsweise eventuell wird sogar dieses Loch, was da immer war, geschlossen. Weil da ist ein großes Gerüst vor, was man theoretisch dann auch noch mit Felsen bedecken könnte. Ja, bin ich mal gespannt. Wir werden früher oder später sicherlich nochmal hier hinkommen. Dann auch Valhalla fahren. Also die alte Version sind wir damals gefahren. Schaut gerne mal in den alten Vlog rein, ich verlinke euch den. Ist auf jeden Fall ein nasses Gerät. Für Sommertage gerade perfekt. Hier ist übrigens noch ein Freefall Tower, S&S Space Shot, geschlossen heute. Ja. Also generell, der vordere Parkbereich ist ein bisschen tot heute. Was wir letztes Mal nicht gemacht haben, war dieses Ding hier. Das finde ich ganz witzig. Das ist ein riesengroßes Pferdekarussell. Also wirklich riesengroß. Und ich weiß gar nicht, haben die noch den Überholeffekt? Nee, haben sie nicht mehr. Früher waren die Dinger ja so, dass die in diesen Bereichen immer noch vor und zurück fahren konnten, soweit ich weiß. Und dadurch haben die Pferde sich immer so gegenseitig so ein bisschen überholt. Aber wenn das Ding hier loslegt, dann geht es ja richtig ab. Vor allem sind die auch ultra schnell. Und natürlich wieder Orgelmusik am Start. Alice im Wunderland, Dark Ride, treten Sie ein. Die Musik ist gar nicht nervig. Richtig Disney-mäßig hier, Alice im Wunderland. Disneyland abgerockt. Ich weiß noch, Ben war hier damals auf der Toilette da hinten. Die man da sieht. Und ich musste mich da vorne auf eine Bank setzen und mir ungefähr 20 Minuten dieses Lied anhören. Ich dachte, Ben wäre irgendwie ins Klo gefallen oder so. Come along,
into my wonderland. Oh, my. Hier, Sirse. Oh, so gut zu Hirse. War wieder so ein GfK Schwarzlichttag. Leichter Touch von Grusel. Von Creepy. Ja. Man könnte auch zu Halloween das ganz leicht Live-Shrecker reinbringen. Die gucken auch schon so aggressiv. Guck mal, hier ist eine Geisterbahn. Ghost Train. Ja. Der Ursprung der Geisterbahnen. Richtig geiles Teil einfach. Hat so ein bisschen was von der Kirmes-Geisterbahn. Ist aber eine stationäre Anlage und riesengroß. Machen wir jetzt mal eine Runde. Die hat richtig gute Effekte. Ja. Das wirkt schon sehr hochwertig alles da drin. Das ist jetzt nicht sonderlich gruselig. Du hast halt nicht diese Schockmomente, nee, wo du erschreckt wirst oder so. Aber es ist schon echt gut gemacht. Ja, und schön und atmosphärisch. Lang. Ja, das ist echt cool. Und das ist halt auch so eine uralte Geisterbahn wieder. Ne? Also, ja, so muss es halt sein. Echter Ghost Train. Echt gut. Also der Blick so hier sieht schon krass aus. Ist halt einfach eine Standardachterbahn, aber manchmal muss man so einfach mehr würdigen. Wir werden das jetzt mal fahren. Da ist der Eingang in Fusion. Heißt das Ganze, muss die Treppen erst runter und dann da in die Station. Wie war dieser wunderbare SLC, ein verschwendeter... Ohne Witz, die steht 100 Jahre alte Achterbahn. Aber das, diese blaue, die ist die schlimmste von allen. Die Kulisse ist geil, ja. Das ist wahrscheinlich die beste Kulisse, in die ein SLC jemals eingebettet wurde. Aber das, nee. Also Kumali gestern hat sich 100 Mal besser gefahren.
hier haben die so Verbrennungsmotorautos und die fahren hier so Kreisel hoch und runter. Weil die starten hier oben auf der Station, auf so einer Ebene. Da geht es halt direkt in so ein Loch. Und dann fahren die erstmal über so einen Kreis nach unten. Und dann fahren die einmal durch den kompletten Park. Wenn ihr das sehen wollt, schaut einfach auch nochmal in den Tag 2 Vlog von damals rein. Da sind wir das gefahren. Heute haben wir da keine Zeit für. Coasters hat übrigens geschlossen. Hi. Hi. Kannst du sagen, was wir jetzt machen? Warten. Was machen wir denn danach? Fahren wir Enzo. Richtig, die haben nämlich jetzt doch den Zug mit der Drehgondel drauf. Sieht voll scheiße aus mit der Drehgondel. Richtig. Was kostet der Spaß? 15 Pfund. Pro Person. Das ist schon nicht ohne. Wir müssen jetzt zum Speedypass-Eingang, der ist da hinten. Das heißt, wir müssen einmal hier außen rum. Und dann können wir, wenn wir da sind, glaube ich, auch direkt rein. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob sich die 15 Pfund lohnen. Wir fahren natürlich jetzt gleich zusammen. Ich habe schon gesehen, vorhin saß jemand einzeln da drin. Da hat sich das Ding natürlich ordentlich gespinnt, weil man da ein bisschen Ungleichgewicht hat. Aber Sarah und ich haben jetzt auch einen ganz guten Gewichtsunterschied. Mal gucken, wie viel wir spinnen werden. Es handelt sich hierbei übrigens nicht um diesen Spinning Coaster, den ihr jetzt zum Beispiel aus dem Klotzerland kennt, diesen Wagen, sondern es sind wirklich nur zwei Sitze, also eine so eine Sitzreihe, die auf eine Drehplattform geschraubt wurde und sich dann dreht. Man hat halt auch keinen Boden unter den Füßen, das ist vielleicht auch ganz witzig. Schauen wir uns das jetzt mal an und danach machen wir auf jeden Fall noch ein paar Fotos, weil jetzt wird das Wettergrad richtig gut. Ja. Und wenn nicht der Kackwagen drauf wäre, wäre das mein Bild gewesen. Dann müssen wir gleich den gleichen Spot nochmal nehmen und den anderen Zug abwarten. So, wir gehen jetzt erstmal hier in den Ausgang von Big Tipper. Und da soll irgendwo der Speedypass-Eingang von Enzo bzw. Icon sein. Enzo hinter uns, so hat man ja diese Gondel getauft, die sich auch drehen kann. Schon eine Aufwertung der Bahn, weil man halt nicht mehr die Strecke vorhersehen kann. Ich empfehle aber, macht es alleine. Ich glaube, da habt ihr einfach mehr Spin, mehr Ungleichgewicht in der Gondel. Es ist schon cool. Wir waren jetzt zu zweit da drin. Also wir haben uns vor meinem ersten Launch. Das war cool, weil ich wiege halt ein bisschen mehr als Sarah. Und dadurch, dass der Zug dann nach vorne geht, haben wir uns dann in meine Richtung weggedreht, dass wir quasi während der Lounge, während des Lounges uns in die Rückwärtslage gedreht haben und dann rückwärts über diesen krassen Top-Hat gefahren sind. Ja, das war schon cool irgendwie. Vor allem, als es dann runterging, wurde man richtig rausgerissen und du siehst halt auch nicht, wie steil es runtergeht. Und du denkst dir so, Alter, wie tief geht's noch runter? Das ist schon echt cool gemacht. Den richtigen Spin hatten wir jetzt nie so richtig, dass wir jetzt irgendwie da standen und uns gedreht haben wie die Weltmeister. Wir sind sehr oft seitwärts gefahren, wir sind ein paar Mal rückwärts gefahren und das Witzigste an der Sache ist eigentlich, dass ihr flawless seid. Da sieht man den Wagen auch nochmal schießen. Gerade nach hinten ist das cool, weil ihr dann nur noch die Schiene unter euch habt und der Wagen halt einfach zu Ende ist. Habt ihr eben keinen Boden unter den Füßen. Das macht es ganz cool. Damit das funktioniert, ist der Sitz auch ein bisschen weiter eingelegt. Das heißt, ihr liegt mehr als ihr sitzt. Dadurch berührt ihr halt mit den Füßen den Boden nicht. Hier seht ihr den Wagen, der ganz hinten. Das ist der Drehwagen. Und ist halt voll witzig, ne? Ja, hat schon Spaß gemacht. Ob ich jetzt nochmal 15 Pfund dafür bezahlen würde, nee, das ist definitiv zu viel für den Spaß. Also wirklich gedreht haben wir uns ja jetzt auch nicht. Ist ein cooles Update und macht auf jeden Fall dann mehr Spaß, die Bahn. Ja, das auf jeden Fall. So, Sarah, jetzt geh dir mal was zu essen holen. Ja. Hier unter Icon hat man noch so Pfähle in den Boden gerammt, wo zum Beispiel auch die Familie Mack draufsteht. Roland Mack, Marianne Mack steht da drüben. Da steht auch Thomas Mack und Ann-Kathrin Mack und Michael Mack. Die haben ja das Ding gebaut, ne? Mack Rides. Und hier ist auch die Thompson Family. Das sind die, denen der Park hier gehört. Ja. Hier fährt Icon. Das ist jetzt der Wagen ohne Drehgondel.
Ein Skyfly gibt es hier übrigens auch. Der wurde jetzt mittlerweile schon vor relativ langer Zeit ersetzt. An der Stelle stand früher Mansira Starshape. Stand eine Zeit lang, wenn ich mich richtig entsinne, im Skyline Park. Und ist jetzt wieder bei Mellors und wird gerade wieder aufgearbeitet. Sollte eigentlich im Fantasy Island stehen, das ist der Freizeitpark von denen. Liegt wohl auch in Teilen ein bisschen da rum, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen, dass er letztendlich aufgebaut wurde. Skyfly ist cool, aber Starshape wäre mir jetzt lieber. Ich fand damals die Bilder immer cool mit der Achterbahn dahinter. Naja, Skyfly ist auch cool, aber es begreift halt irgendwie nie einer so richtig. Da sind immer so zwei Leute, die Überschläge machen und der Rest gar nicht. Ja. Wir gehen jetzt mal gucken, ob wir noch irgendwo was zu essen kriegen oder ob die Essensläden alle schon zu haben. Weniger ist manchmal mehr, weißt du? Vor allem bei Chips. Ganz viel weniger. Ja. Besten mehr als üblich. Ja. So, wir fahren jetzt das nicht mehr. Das ist nämlich schon zu. Kein Wunder, dass die Schlange so kurz ist. Da müsst ihr wirklich den anderen Block gucken. Ich dachte, jetzt biete ich euch noch diese tolle Autofahrt, aber nein. Na, lassen wir das. Was ich ja super witzig finde, ist, dass der Avatar Air Bender, wie er hier heißt, und nicht Avatar Air Glider, aber das gleiche Eingangsportal hat wie Movie Park, der Avatar Air Glider. Ja, hier drüben ist noch eine ganz große, leere, ungenutzte Halle. Wenn ich mich richtig entsinne, war da mal ein Indoor Coaster drin. Also eine riesen Halle. Also generell gibt es hier ganz oft, dass hier einfach Places sind, die einfach nicht mehr genutzt werden. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder. Wenn du das mit mir machen würdest, ne? Ich würde deinen Kopf da sowas von reintunken. Ja, ist ja auch gar nicht kalt oder so. Wir gehen jetzt. Sarah, wie war's denn? War cool. Ist irgendwie so, der Park hat sein ganz eigenes Feeling, nicht so wie so ein typischer Freizeitpark. Hat mir gut gefallen. Was war das Beste? Achterbahntechnisch. Alles. Boah, ich glaube diese ganz alten Holzachterbahnen, die waren schon richtig cool, diese die hier. Waren gefahren. Ja, die beiden oder die eine. Und der Big Dipper war auch richtig cool. Big One war auch sehr cool. Die dicke eine. Icon ist auch eine gute Bahn, aber war jetzt nicht mein Highlight. Mit Drehgondel besser. Hätte man komplett mit Spinning-Gondeln bauen sollen. Ja, das stimmt. Der Park ist echt cool, hat eine gute Atmosphäre und ich glaube im Sommer könnte es hier auch richtig, richtig schön sein. Und dann fährt man auch Valhalla. Genau. Wir werden jetzt diesen Park hier verlassen. Euch aber noch mal gleich kurz mit rüber auf den Pier nehmen. Da steht nämlich noch eine Crazy Coaster und auch noch ein paar kleinere Fahrgeschäfte, die wir vermutlich nicht fahren werden. Also wir haben jetzt gerade diese Achterbahn da angeschoben und sind diese dann gefahren. Ich glaube, in der Nebensaison ist hier nicht so mit Gaunen. Nee, du. Die haben sich ernsthaft einen Schriftzug bestellt. Damals hatte der noch keinen. Das ist ein Sobema Breaker mit hochfahrenden Kreuzen. Cool. Und hier haben wir einen Cliffhanger Miami und einen Mini Miami. Guck mal, hier ist der Crazy Coaster. Ja, hier haben wir einen Sky Coaster. Einstieg ist da. Dann wird man hier hochgezogen, hier runterfallen gelassen und man schaukelt dann über das Wasser. Also aktuell ist Ebbe, deswegen ist da kein Wasser, aber ja. Achso, das da hinten ist übrigens Blackpool Pleasure Beach, da waren wir eben noch. Witzig, oder? Sieht schon cool aus irgendwie. Ja, dann haben wir hier noch einen Walzer, den Hellraiser. Gestern war der. Und hier wird auch noch gearbeitet, hörst du? Geil. Wir sind mitten in den Umbaumaßnahmen. Hier steht auch noch eine Slingshot. Mitten im Weg kannst du drunter hergehen. Einfach so. Stehst du im Slingshot. Und hier ist die Achterbahn, die eigentlich wir counten wollten. Sarah, counten wollte. Wenn du mal fragst, ganz lieb. Da drüben auf dem Central Pier steht ein fettes Riesenrad und ein Scheibenwischer und alles fährt. Aber halt keine Achterbahn, deswegen langweilig. Gute Nacht, Möwen. Wir verabschieden uns von hier aus Blackpool. Vom Pleasure Beach und vom South Pier. Tschüss. Tschüss.